Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Raspberry Pi. Und da machen wir jetzt im Jahr 2017 Tag 2 auf. 2. Ein riesengroßes Fach. Da kommen wir doch gleich wahrscheinlich wieder zu einem ganz typischen Kritikpunkt, den man immer wieder hört. Das ist einer der wenigen Punkte, einer der Punkte, wo ich die Firma Konrad immer in Schutz nehme. Das normalerweise ist es ja beim Schokoladen-Adventskalender so, am letzten Tag ist das Größte drin. Wenn man sowieso genug kriegt, weil Christen, Heiligabend und so weiter. Ja. Und hier ist halt das größte Fach am Anfang und zum Schluss ist dann meistens nur ein Widerstand oder sowas drin. So, was haben wir hier einmal? Hier haben wir einmal eine Stiftleiste, ein GPIO-Kabel, eine grüne LED, wie man sieht, mit eingebautem Vorwiderstand. Also daran, dass der Hut hier so kurz ist. Noch eine Stiftleiste. Okay. Und eine Platine, davon haben wir ja noch nicht genug. Aber gut, das ist immer das, was ich ja auch seit Jahren, das ist ja jetzt der 9. bzw. 10. Kalender, den ich mache, sage, dass die vielleicht mal 24 echte Experimente da reinpacken. Weil ansonsten fängt man immer an, so wie wir hier am ersten Tag LED blinkt und so weiter. Tag 2. Heute im Kalender ein Steckbrett, eine LED grün, ein GPIO-Kabel, 2 Stiftleisten. Alles da? 2 LEDs blinken rot und grün. Ich habe mich schon, als ich das durchgelesen habe, gefragt, wofür sind die Stiftleisten? Das ist gar nicht so dumm. Aber es gibt die GPIO-Kabel auch andersrum. Hm. Gut. Stöpseln wir erstmal auf die Seite. Der eine soll offensichtlich hier oben hin. Gibt es da oben und unten? Nein. So. Kommt da hin. Und der andere. 3. Der andere kommt dahin. So, dann geht der eine hier auf GND. Und geht auch da auf GND. Die haben ihre Schuldigkeit getan. Dann kommt der eine hier von GPIO 4. Und der andere kommt hier. Oh, das wird jetzt 1, 2, 3, 4, 5 dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5 und auf dem 6. muss der. So, GND. Ja, das hätte man doch aber auch anders lösen können, aber das ist Geschmackssache. So, und die andere LED kommt. So, gut, den Aufbau hätten wir. Das Programm. Bei Öffnen. Nein. Tag 1. Tag 2. 2 LEDs. Ah, da haben wir eine Schleife. Okay. Dann starten wir mal. Gut, machen wir noch mal als Let's Play. Datei, na, neu. Grüne LED, sende Config 4 out, sende an alle, na, muss ich den jetzt nochmal neu eingeben, ja, muss ich,
Config 4 out. Sende an alle. Jetzt ist der nächste, glaube ich, Config 10 out, wenn ich das richtig weiß, ne? Ja. Wiederhole fortlaufend. Sende sollst du nicht hin. Na? Wie kriegen wir den da jetzt wieder weg? Sende an alle. So, und dann brauchen wir nochmal Sende an alle, warte, Sende an alle und nochmal Sende an alle und nochmal warte. So, und jetzt müssen wir GPIO 4 on, GPIO 4 on, und GPIO 10 off. No. GPIO 10 off. So, und hier machen wir es andersrum. Hier machen wir dann 10 on. Dann müssen wir auch wieder editieren. Ne? Ja. GPIO 10 on. Und hier machen wir GPIO 4 off. So, warte 0,5 und hier unten warte auch 0,5. So, oh, das Skript läuft schon. Habe ich ihn schon gestartet, versehentlich. Das soll's gewesen sein mit Tag 2. Käme als nächstes Tag 3. Zwei LEDs blinken abwechselnd mit Python. Python kann als Let's Play lustig werden, weil ich erstmal die Idle installieren muss. Und dann gibt es hier noch ein Problem, kann ich schon mal im Vorgriff sagen. Die arbeiten mit Python 3, aus welchen Gründen auch immer. Ja, gut, in diesem Sinne, tschüss.